So, Freunde, da sind wir wieder. Es geht also munter weiter. Wir sind jetzt hier oben auf dem Turm. Ihr wisst ja, ich bin ja einmal gestorben. Sieht eigentlich ganz locker und fresh aus. Genießt noch so einen Augenblick die Landschaft. Wir werden gleich weiterlaufen, weil ich will nämlich mein Zeugs loswerden, etc. Hier kann man leider nichts verkaufen. Dann schauen wir doch mal, wo wir denn mal hinlaufen. Und dann, ja, finden Sie Malkreide für die Kinder. Da kann man leider auch nichts kaufen und verkaufen. Überall, wo es grün markiert ist, da ist die supergeile Sicherheitszone. Gehen wir da mal hin. Hier könnten wir die auch noch befreien, die Sicherheitszone. Ist da oben noch irgendwie was? Da ist noch eine Sicherheitszone. Und hier könnten wir reingehen. Plattenbauten. Ja, gute Frage. Wo laufen wir denn jetzt mal hin? Ich würde mal sagen, wir laufen mal hier hin. So, das ist also die Sicherheitszone. Jetzt müssen wir hier erstmal sehen, dass wir hier irgendwie runterkommen. Es ist hier tierisch windig und es gab eine Quest, da musste ich ganz da oben hochrennen. Hochkraxeln. Das war natürlich nicht so schön. Bin auch ein paar Mal abgestürzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Hardcore-Zucker wie einige andere. So, jetzt springen wir hier erstmal rüber. Und machen uns denn jetzt auf den Weg. Oben rechts das Radar. Sehen wir, blauer Punkt. Da müssen wir jetzt hin. Und das wird jetzt ein bisschen gefährlich. Energy haben wir genug. 175. Alles im grünen Bereich. Wir können starten. Hoch, ja. Wir können starten. Es wird uns wahrscheinlich noch so einiges über den Weg laufen. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja wieder im Blutrausch. Wäre natürlich schön. Da laufen schon wieder Zombies rum. Ey, jetzt sagen sie alle, ey Jörg, mach die doch mal platt. Natürlich machen wir sie platt. Da gehen wir erstmal voll drauf. Gehen wir mal rauf. Mal sehen, macht hier noch einer den Breakdance. Oh yeah, Baby. Ich mach euch platt. Ey, was geht hier ab? Das geht ja mal gar nicht. Du alte Sau, du. Muss das sein? Alter Schwede. Oh, der ist jetzt umgefallen. Meine Fresse. So, eine Waffe ist kaputt. Sehen wir hier. Unten rechts. Die müssen wir mal ganz kurz reparieren, wenn wir sie noch reparieren dürfen oder können. Einige Items darf man nur dreimal reparieren. Ja klar. Können wir. Dazu brauchen wir immer so ein paar Metallteile. Oh, das wollen wir aber jetzt nicht hin hier. Schnauze voll hier von den Biestern. Also die eiern überall ein bisschen rum. Wie Spermakoller am Bienenstock. Da laufen sie schon wieder. Da laufen sie alle. Junge, der ist aber gerade gesprungen, wa? Hat er Sprungfedern? Wow. Spitze. Also wie gesagt, das Spiel ist einfach spitze. Es bringt echt Laune. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man so ein paar Items findet etc. oder auch kaufen kann. Das können wir euch gleich noch zeigen, aber eben halt suchen. So, jetzt sind wir hier. Aber ich glaube, hier können wir auch nicht so was Schönes kaufen. Wie gesagt, ich bin kein Hardcore-Zocker. Aber hier ist eine gelbe Kiste. Also immer oben auf den Geländern oder auf Balkonien. Da sind immer so einige Sachen drin. Was haben wir hier? Plastikteil. Können wir nachher für unsere Items sehr gut benutzen. Das ist zum Beispiel jetzt eine Zone. Doch, da ist ein Verkäufer. Das ist schön. Dann gehen wir doch mal hin. Ey, die Leute sprechen sogar mit mir. Das ist richtig unheimlich. Es ist ja auch Tax. Tax über. Alles noch im grünen Bereich. So, wir sehen rechts oben im Radar das Dollarzeichen. Da wollen wir jetzt hingehen. Wir wollen ein bisschen was einkaufen und verkaufen. Handeln wir mal ein bisschen mit ihnen. Wir gehen erstmal auf Verkaufen. Und dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes haben. Wir haben nicht viel. Wir haben doch gar nichts. Und doch, wir haben ein paar Wertsachen. Also Kaffee geht immer sehr gut. Zigaretten und ein paar Täschchen und Diamanten etc. Jetzt verkaufen wir das erstmal. Wir verkaufen gleich alles. Dafür kriegen wir ein bisschen Geld. Wir haben jetzt $41.300. So, und die Zigaretten können wir auch verkaufen, obwohl $50. Gut, egal. Drauf geschissen.
So, jetzt wollen wir kaufen. Was wollen wir denn mal so schönes kaufen? Den gibt es erst ab Stufe 16, da sind wir noch nicht, und 15 auch nicht. Also auf jeden Fall brauchen wir Mullbinden, immer. Batterien nehmen wir mit, Klingen nehmen wir mit, Sprühdosen nehmen wir mit. Wir haben ein bisschen Munition verschossen, nehmen wir auch einmal was mit. Wir haben auch noch die doppelläufige Schrotflinte, die kann ich euch gleich nochmal vorführen. Medikit. Davon kann man nie genug kriegen. Ne, Böller brauchen wir nicht. Nägel, Dietrich. Dietrich haben, glaube ich, 99 Stück oder so. Auf jeden Fall kaufe ich keine Waffen. Wäre ein bisschen blöd. So, jetzt sind wir eigentlich im Grunde genommen schon hier. Jetzt zeige ich euch nochmal die doppelläufige Schrotflinte, was die wegballert. Och. Das wollten wir natürlich nicht. Wir müssen mal irgendwo hin, da wo es ein bisschen sicher ist. So, hier ist es sicher. So, schauen wir mal. Um die Sachen eben halt auszutauschen. Hier ist die doppelläufige Schrotflinte. Momentan mal das Polizeigewehr. Einfach Doppelklick und einmal hier Doppelklick und schon. Oder einmal Klick und dann haben wir die doppelläufige Schrotflinte bei uns. Griffbereit. So, und jetzt geht's ab. Die ist sehr, sehr laut. Hier ist da noch eine Kiste, da kommen wir gleich nochmal zu. Die ist sehr, sehr laut. So, mein Freund. Oha, der kotzt immer grüne Kotze. Der mag mich gar nicht. Jawohl, Leute, jetzt gibt's wieder mal richtiges fettes Gemetzel. Immer voll rauf. Kohle haben wir ja genug. Weg mit dem Dreck. Jawohl. Oh, der hat noch einen Arm. Das ist der einarmige Karussellbremser. Ah, gibt ein paar Punkte, ne? Aber wir haben noch schöne 44 Schuss. Oh, scheiße, da ist ein bisschen Blut an meine Sonnenbrille gekommen. Und der da hinten, der ist ganz gefährlich. Erstmal nachladen hier. Der kotzt grüne Kotze. Und die explodiert, man sieht es. Das ist nicht so ganz einfach. Oh, hier ist eine Kasse, schnell mal ausrauben. So ein bisschen nebenbei. Na, oh, da eine richtig süße. Aber voll zwischen den Beinen getroffen. Gut, bei der Frau tut es nicht so doll weh, aber egal. Wieder voll im Blutrausch hier. Wir gehen wieder Stulle bis zum Abwinken. Aber der geht mir jetzt voll auf den Sack hier. So, mein Freund. Nicht wegrennen. Nicht wegrennen, mein Junge. Genau. Da ist er schon. Was ist da denn hier? Alter Schwede, die dreht ja voll durch. Wir sind ja voll im Blutrausch. Ich dreh durch. Die alte, die... Darf ich erstmal nachladen hier oder was? Feuer frei, Mann. Oh, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir wegkommen. Scheiße. Nein! So, jetzt scheint mal ein Medic. Oh. Die dreht voll durch, oh. Ich treffe noch nicht mal. Da, noch mal einer. Der steht wieder auf, die Sau. Junge, Junge, Junge. So, wollen wir mal ein bisschen im Müll rumwühlen. Weil... Da ist leider nichts drin. Guckt euch mal die Alte an hier. Da kommt schon der nächste Highlight. Kopf ab! Schlag in den Nacken! Du alter Spacken. Ah, das ist... Das Spiel ist mega brutal. Er ist cool, ne? Ist ja cool, oder was? Haben wir Mitleid mit ihm? Wollen wir ihn leben lassen? Guck mal, der hat ein Bein weniger. Sieht ja fett aus, ne? Aber sauber abgetrennt, ne? Ah,
Jetzt hat er gar kein Bein mehr. Den hätten wir jetzt mal laufen lassen sollen. Das wäre cool gewesen. Ja, das war's schon. Bisschen Blutrausch am Rande. Wir werden uns auf jeden Fall melden. Lasst mir einen Kommentar vielleicht da auf YouTube und setzt einfach mal ein Abo. Wir machen ja auch andere Sachen. Wir produzieren ja auch Musik und machen Jingles und was weiß ich nicht alles. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar lassen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann gerne für euch ein Video machen. Gar kein Thema. Ja. Kostet ja auch nichts, ne? Also, ich sag mal, bis später, Ladies and Gentlemen.